Hallo, ihr Lernwilligen. Ihr beschäftigt euch hier mit einer Theorie menschlichen Lernens, nämlich mit dem Lernen am Modell von Albert Bandura. Ich nehme die Besonderheiten dieser Lerntheorie schon mal vorweg. Zum einen berücksichtigt sie den sozialen Kontext, in dem Lernen stattfindet, und zum anderen wird beim Lernen der Blick auf die psychischen Prozesse des Lernenden gerichtet. Das sagt euch jetzt vermutlich erstmal recht wenig, ist aber nicht schlimm, weil was genau hinter dem Lernen am Modell steckt, das erfahrt ihr jetzt. Bandura ist wohl einer der bedeutendsten noch lebenden Psychologen unserer Zeit. Er wurde 1925 in Kanada geboren und war nach seinem Studium und seiner Promotion beruflich in der Stanford University zu Hause. Wenn man die Idee des Lernens am Modell verstehen will, dann muss man sich auf jeden Fall anschauen, von welcher Lerntheorie Bandura und damit natürlich auch sein Denken geprägt wurde. Und deswegen machen wir jetzt erstmal einen kurzen Ausflug in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit war der Behaviorismus im amerikanischen Raum ziemlich weit verbreitet. Die Idee hinter dem Behaviorismus ist ziemlich simpel. Lernen ist hier nichts anderes als die Verknüpfung von bestimmten Umweltreizen mit spezifischen Reaktionen des Individuums. Mal ein ganz einfaches Beispiel dazu. Schon sehr früh lernen Säuglinge auf ein Geräusch mit dem Hinwenden des Kopfes zu reagieren. Das Geräusch ist jetzt hier der Umweltreiz und das Hinwenden des Kopfes die Reaktion. Der Clou am Behaviorismus ist jetzt, dass die Vertreter dieses Konzepts nicht nur glaubten, solche simplen Verhaltensweisen durch Reiz-Reaktionsverbindungen erklären zu können, sondern auch wesentlich komplexere Handlungen. Vollkommen egal, was ihr könnt, zum Beispiel ein Instrument spielen, Handstand kochen, Wahrscheinlichkeitsrechnung oder was weiß ich, was ihr so macht. Alles ist die Folge von Reiz-Reaktionslernen. Wie genau das funktioniert, ist hier jetzt nicht so wichtig, weil es soll ja schließlich um das Lernen am Modell gehen. Kommen wir jetzt also mal zu dem Punkt, auf den ich mit dieser Behaviorismus-Geschichte eigentlich hinaus wollte. Hier seht ihr jetzt die Grundannahme des Behaviorismus skizziert. Wir haben den Umweltreiz, den Input, dazwischen eine Blackbox und hinten die Reaktion, also den Output. Was soll jetzt diese Blackbox? Man könnte ja sagen, die Sache mit den Reizen und den Reaktionen ist ja ganz toll, aber es ist ja wohl nicht von der Hand zu weisen, dass dazwischen irgendeine Form von Bewusstseinsprozess geschaltet sein muss. Selbst bei dem simplen Beispiel mit dem Säugling, das sich zu dem Geräusch dreht, muss ja der Schall irgendwie im Gehirn verarbeitet worden sein. Bei komplexerem Verhalten haben wir dann nicht nur diese unbewusste Verarbeitung, sondern eine bewusste. Ich nehme mal an, ihr denkt nach und wägt ab, bevor ihr irgendwas tut. Versteht mich nicht falsch, diese Bewusstseinsprozesse werden von den Behavioristen zwar nicht geleugnet, aber trotzdem aus methodischen Gründen einfach ausgeblendet. Bandura hält die Vorstellung des Reiz-Reaktionslernens zwar nicht für falsch, aber mit dem Ausklammern des menschlichen Bewusstseins ist er nicht einverstanden. Er schließt also sozusagen die Blackbox auf. Seine Kritik an dem Ausklammern bringt er unter anderem am Beispiel Sprechen lernen zum Ausdruck. Wie lernen Kinder denn eigentlich sprechen? So wie auf dem Bild angedeutet eher nicht. Wenn wir dem Reiz-Reaktionslernen des Behaviorismus folgen, dann müssen wir davon ausgehen, dass Kinder neue Worte ganz zufällig bilden, eben indem sie irgendwelche Laute willkürlich aneinanderreihen. Die Vorstellung ist natürlich ziemlich abwegig. Es könnte zwar noch sein, dass die ersten Worte wie Mama oder Papa auf diese Art gelernt werden, also das Kind doppelt die Laute Ma oder Pa zufällig und wird dann von den Eltern bestärkt, diese Laute genauso wieder zu reproduzieren. Ihr wisst ja, wie Eltern das machen. Aber ihr könnt ja mal überlegen, wie wahrscheinlich es ist, dass das Kind zufällig das Wort Marienkäfer produziert. Bandura belegt mit solchen Beispielen, dass es durchaus auch Verhaltensweisen gibt, die nicht einfach nur durch Konditionierung erlernt werden können. Im Unterschied zum Behaviorismus haben wir bei Banduras Grundannahmen zwischen den Reizen und den Reaktionen eine irgendwie geartete Informationsverarbeitung zwischengeschaltet. Das Bewusstsein ist bei ihm also keine Blackbox. Was bedeutet es jetzt für unser Beispiel des Sprechenlernens? Also, wie lernen Kinder nach Ansicht Banduras das Sprechen? Ganz wichtige Faktoren sind für ihn das Zuhören, aber auch das Beobachten der Lippen- und Zungenbewegungen. Das heißt, Menschen können neues Verhalten erlernen, indem sie es sich von anderen abschauen. Sie lernen also am Modell, womit wir dann jetzt voll und ganz bei unserem Thema angekommen wären. Das Erlernen neuer Verhaltensmuster durch Beobachten und Nachahmen haben wir uns eben am Beispiel des Sprechenlernens angeschaut. Es gibt aber noch zwei weitere Möglichkeiten des Modellierungslernens.
Es kann ja sein, dass wir uns nicht ein ganz neues Verhalten abschauen, sondern dass ein bestehendes Verhalten durch die Beobachtung von Modellen verändert wird. Bandura spricht hier von der sogenannten Hemmung und der Enthemmung. Ich zeige euch erstmal, wie eine Enthemmung funktionieren kann. Nehmen wir mal an, du lernst jemanden kennen, der riesige Angst vor Wespen hat. In dem Beispiel bist jetzt übrigens gerade die Frau mit dem Drink. Wenn auch nur eine Wespe in der Nähe ist, sucht die Person das weiter. Jetzt bist du mit der Person im Freien am Frühstücken und natürlich dauert es nicht lange, bis auch die ersten Wespen am Start sind. Die stört es jetzt nicht weiter, aber deine Begleitung dreht komplett durch. Jetzt kann sie beobachten, wie du seelenruhig mit deinem Drink stehen bleibst und dein Marmeladenbrot isst, ohne dass du von den Wespen in deiner Umgebung attackiert wirst. Deine Begleitung beobachtet also, wie du als Modell das Verhalten, das bei ihr komplett gehemmt ist, ohne irgendwelche negativen Konsequenzen ausführst. Nach dem Lernen am Modell kann diese Beobachtung dazu beitragen, dass das gehemmte Verhalten enthemmt wird, dass die Angst der Person vor Wespen in dem Fall etwas kleiner wird. Ihr dürft jetzt im Übrigen nicht davon ausgehen, dass eine Enthemmung schon bei einer einzigen Beobachtung stattfindet. In der Regel sind eine Vielzahl von Beobachtungen nötig und immer sollte das beobachtete Verhalten für das Modell ohne Folgen sein. Also es braucht Zeit, bis sich so ein erlerntes Verhalten verändert. Die Hemmung funktioniert ähnlich wie die Enthemmung. Während der Lernende bei der Enthemmung ein Modell beobachten konnte, das für ein bei der Person jetzt gehemmtes Verhalten keine negativen Konsequenzen erfahren hat, schließlich wurde es ja nicht gestochen und in Ruhe weiter frühstücken konnte die Person auch noch, kommt eine Hemmung dann zustande, wenn ich beobachten kann, dass ein Modell für ein Verhalten bestraft wird. Nehmen wir mal ein Kind, das gerne seine Umgebung erforscht. Um dieses Explorationsverhalten geht es jetzt. Das Kind ist bei einem Freund zu Besuch und gemeinsam gehen sie auf eine Erkundungstour. Als sie dann wieder zurück nach Hause kommen, beobachtet unser Beispielkind, wie der Freund riesigen Ärger von seinem Vater bekommt, weil er nicht Bescheid gesagt hat, wo er hingeht und weil sich der Vater Sorgen gemacht hat. Nach dem Lernen am Modell ist es möglich, dass das Erkundungsverhalten wegen dieser Beobachtung zukünftig seltener gezeigt wird. Jetzt kennt ihr die drei Modellierungsphänomene, die beim Lernen am Modell auftreten können. Was bei den Beispielen hoffentlich deutlich geworden ist, ist die Bedeutsamkeit des sozialen Umfelds beim Lernen am Modell. Wir haben nämlich zum einen die Modelle als Teil des sozialen Umfelds und außerdem noch die Möglichkeit der Belohnung oder Bestrafung des Modellverhaltens durch das soziale Umfeld. Ich hatte das in einem der ersten Sätze als eine Besonderheit von Banduras Theorie im Vergleich zu anderen Lerntheorien herausgestellt. Die zweite Besonderheit ist der Blick auf die Bewusstseinsprozesse. Damit kommen wir zu einer ganz entscheidenden Frage, nämlich wie kann es eigentlich sein, dass wir überhaupt von Modellen lernen können? Wisst ihr, man könnte ja sagen, dass man als Beobachter Reaktionen auf Umweltreize beobachtet und diese Reizreaktionsschemata dann als eigene übernimmt. Das wäre dann sozusagen ein beobachtetes Reizreaktionslernen. Diese Vorstellung ist Bandura aber nicht komplex genug. Schließlich werden hier wieder die für seine Theorie so wichtigen innerpsychischen Prozesse außer Acht gelassen. Er schaut sich deswegen die Blackbox genauer an und beschreibt einen Ablauf aus vier miteinander verzahnten Prozessen, die die notwendige Bedingung dafür darstellen, dass Lernen am Modell überhaupt gelingen kann. Ich stelle euch die vier Prozesse erstmal ganz kurz vor. Es geht um Aufmerksamkeitsprozesse, Gedächtnisprozesse, motorische Reproduktionsprozesse und Verstärkungs- und Motivationsprozesse. Am Anfang stehen erstmal die Aufmerksamkeitsprozesse. Ganz grundsätzlich ist damit gemeint, dass ihr, wenn ihr etwas von einem Modell lernen wollt, auch eure Aufmerksamkeit auf das Modell richten müsst und nicht auf irgendwas anderes. Aber die Aufmerksamkeit auf das Modell alleine zu richten reicht noch nicht aus. Nehmen wir mal an, ihr wollt Erde auf einen Schubkarren schippen und euer Helfer ist viel schneller wie ihr. Ihr versucht euch deswegen seine Technik abzuschauen. Wichtig ist hierbei, dass ihr nicht einfach nur die Aufmerksamkeit auf euren Helfer richtet, sondern auf die für die Nachahmung wichtigen Bewegungen. Also wie wird die Schaufel gehalten und mit welcher Bewegung wird sie in die Erde geschwungen? Das ist wesentlich wichtiger als der Gesichtsausdruck oder die Kleidung des Modells. Wenn die Aufmerksamkeit passt, dann sind als nächstes Gedächtnisprozesse beim Beobachter wichtig. Klasse 1. Nur weil ihr im Fernsehen genau beobachten könnt, wie ein Fußballspieler einen Freistoß schießt, könnt ihr das nicht automatisch selbst genauso nachmachen. Ihr speichert lediglich eine Abfolge von Bildern,
die ihr zusätzlich noch versprachlichen könnt. Ihr wisst dann also, wenn ich den Freistoß so auch schießen möchte, dann muss ich 5 Schritte zurückgehen, in einem leichten Bogen anlaufen und den Ball mit dem rechten Fuß an einem bestimmten Punkt in einem bestimmten Winkel treffen und so weiter und so weiter. Ihr übersetzt also das, was euer Modell tut, in ein anderes Repräsentationssystem. Das symbolhaft abgespeicherte Verhalten kann bei Bedarf versucht werden, in konkrete Bewegungen zurückübersetzt zu werden. Damit sind wir auch schon beim dritten, nämlich dem Reproduktionsprozess angekommen. Da können wir auch direkt bei dem Freistoßbeispiel bleiben. Ihr könnt nämlich mal versuchen, euch die Technik beim Schießen von einem Freistoß anzuschauen und das dann genauso nachzumachen. Wenn ihr das macht, dann habt ihr mit Sicherheit zwei wichtige Punkte verstanden. Zum einen ist die Übersetzung des Verhaltens von einem Modell in Bild und Sprache schon schwierig, weil ohne das entsprechende Vorwissen werden euch diverse Nuancen der Bewegungen des Modells vermutlich überhaupt nicht auffallen. Ihr habt also gar nicht alle wichtigen Schritte wahrgenommen. Und selbst wenn ihr wirklich alles, was wichtig ist, repräsentieren könntet, dann heißt das ja immer noch nicht, dass euch die Übersetzung von Bild und Sprache in der Bewegung auch wirklich gelingt. So komplexe Verhaltensweisen wie bei unserem Beispiel erlernt man eben nicht nur einfach durchs Abschauen, sondern alles muss immer in Beziehung zu dem gesetzt werden, was ihr bereits könnt. Dann werfen wir noch einen Blick auf die letzte Funktion, nämlich die Verstärkungs- und Motivationsprozesse. Es geht hier um die Motivation, ein beobachtetes Verhalten überhaupt reproduzieren zu wollen. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass ihr zwar mal genau beobachtet habt, wie ein Freistoß geschossen wird, ihr aber überhaupt keinen Bock habt, das selbst auch mal zu probieren, weil euch Fußball nicht interessiert oder ihr es eh nicht so mit Sport habt. Ich mach mal noch ein anderes Beispiel, um auf einen anderen wichtigen Aspekt beim Verstärkungslernen aufmerksam zu machen. In nahezu jedem Spielfilm können wir Modelle beobachten, die sich in irgendeiner Art und Weise aggressiv verhalten. Nehmen wir mal an, die Aufmerksamkeit passt, merken können wir uns das Verhalten auch und die Reproduktion wäre auch ohne weiteres möglich. Allerdings hätten wir, wenn wir so ein aggressives Verhalten tatsächlich nachahmen würden, wohl negative Konsequenzen von unserem Umfeld zu erwarten. Entsprechend ist die Motivation zur Nachahmung eher gering. Auch die Frage, was wir von der Person, die wir beobachten, halten, ist eine ganz entscheidende. Von jemandem, den ich gut finde, schaue ich mir natürlich eher was ab als jemanden, den ich nicht wirklich abkann. Damit haben wir uns die 4 Grundfunktionen auch alle angeschaut. Die wichtigsten Punkte zum Lernen am Modell habt ihr jetzt also gehört. Ich fasse das alles aber nochmal ganz kurz zusammen. Entwickelt wurde die Theorie von Albert Bandura, einem in Kanada geborenen Psychologen, der jahrelang an der Stanford University tätig war. Die Theorie kann als eine Weiterentwicklung des Behaviorismus verstanden werden, bei der innerpsychische Prozesse nicht unberücksichtigt bleiben und dem sozialen Umfeld eine hohe Bedeutung beigemessen wird. Ihr erinnert euch hier unter anderem an die Blackbox. Die 3 Modellierungsphänomene umfassen zum einen das Erlernen neuer Reaktionen, aber auch die Hemmung oder Enthemmung von bereits gelerntem Verhalten. Und als letztes waren wir dann jetzt eben bei den 4 Prozessen beim Lernen am Modell, nämlich der Aufmerksamkeit, dem Gedächtnis, der motorischen Reproduktion und der Verstärkung bzw. Motivation. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls jemand von euch nochmal was nachlesen möchte oder es noch wesentlich genauer wissen will, die Literatur, die ich benutzt habe, die findet ihr wie eigentlich immer in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal gerne. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und verabschiede mich hier.